Hallo zusammen, hier ist wieder euer Antoshi da für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein paar Kisten aus der Garnison und zwar wollen wir uns die Raid-Kisten angucken. Und zwar sind das die, die man hier bei dem bei der Quest hier kriegt und zwar große Kopfgeldbelohnung und geben wir jetzt einmal ab. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt mal 30 auf und schauen, ob ich ein paar formidable Items kriege. Und zwar gibt es da sowohl grandiose als auch formidable. Und naja, von den formidablen brauche ich noch einige. Ich brauche noch dreimal Armschienen, dreimal den Umhang, dreimal Gürtel und einmal die Schuhe. Und zu 90% kommen aber leider die grandiosen Sachen raus, die ich nicht mehr benötige. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal. Mit dem sehe ich sogar, habe ich tatsächlich sogar noch zwei rumliegen. Und da würde ich sagen, schauen wir direkt rein und gucken, was wir Schickes drin haben. Und was haben wir da? Grandiose Armschienen, das war schon mal nix. Und mit dem zweiten haben wir einen grandiosen Ring. Okay, naja, gut, schon mal besser als nix. Als nächstes haben wir dann noch hier auf dem Hunter ein Ding. Und zwar habe ich hier unten noch eine Kopfgeldbelohnung. Und da haben wir einen formidablen Umhang. Das ist jetzt big. Das ist jetzt richtig big. Jetzt bin ich gerade überlegen. Es gibt anscheinend zwei Umhänge, die ich mit einem Agicha hier rausziehen kann. Okay, mal gucken, welchen von beiden ich kriege. Oder hoffentlich gibt es da nicht nur einen dritten. Okay, welchen habe ich denn jetzt gekriegt? Bindenfokus. Ja, okay, keine Ahnung, wie man denn den anderen Agi-Umhang kriegt, ob das dann random ist, welchen man bekommt, aber das hat jetzt schon mal gut funktioniert. Ja, nice, gleich ein Item gezogen, sehr schön. Als nächstes haben wir noch einen Druid. Und was hat der Schickes? Grandiose Kapuze. Okay, das brauchen wir nicht. Als nächstes haben wir noch einen Priester. Und was haben wir da Schickes? Grandiose Kapuze, die brauchen wir nicht. So, dann haben wir jetzt als nächstes einen Schurken, der hat formidable Armschienen. Nein, das gibt's doch nicht. Ich brauche von 4 Rüstungsklassen ausgerechnet Leder nicht. Das kann ich dir doch nicht erzählen, das ist halt jetzt mega unlucky. Ach komm, ich brauche halt noch Platte, Kette und Stoff, aber Leder brauche ich nicht mehr. Belastend, sage ich euch da, richtig belastend. Naja, schade, weiter geht's. So, schauen wir mal. Bei dem Hunter, Demon Hunter ist es, kein Hunter, so rum. Da haben wir eine grandiose Kapuze drin, die brauche ich nicht. Gut, dann sind wir als nächstes auf einem Hunter und haben was drin? Ein Schmuckstück, schade. Und dann haben wir einen DK. Haben wir da Schickes drin? Einen Gürtel und zwar grandiose. Okay, den brauche ich nicht. Und jetzt sehe ich auch gerade, hier unten ist noch eine Kiste. Was haben wir da Schickes drin? Auch ein grandioses Item. Sehr, sehr schade. Sudala. Dann kommt als nächstes hier ein DK. Jetzt gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Also Kiste. Schmuckstück, schade. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und der hat eine grandiose Waffe. Die brauche ich schon mal nicht. Und, ach ja, mit dem haben wir auch nochmal eine zweite Kiste hier unten. Da können wir auch nochmal gucken. Und grandioser Halsreif, dass ich es nicht falsch sage, brauchen wir auch nicht. Also, als nächstes haben wir einen Druid am Stissel. Und was haben wir drin? Oh, grandiose Trete. Ich brauche doch die Formidablen, was soll denn das? Und dann haben wir hier einen Demon Hunter. Was hast du denn Schickes? Und, formidable Stulpen. Warum kriege ich denn die Stulpen? Mistig aber auch. Und dann haben wir hier unten sogar noch ein Item. Einmal grandiose Waffe. Okay, das brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter. Und der hat was Schönes drin. Einmal einen Hals. RIP. Als nächstes haben wir dann noch hier einen Hexer. Und der hat grandiose Armschienen, okay, die brauchen wir nicht. Und noch ein zweites Item hier unten, da haben wir grandiose Schiftungen, die brauchen wir ebenfalls nicht. Ah, als nächstes haben wir noch einen Paladin. Und jetzt gucken wir mal, was hat der Schickes dabei? Grandiose Robe, schade. Dann haben wir noch einen Evoker. Und der hat grandiose Schiftungen.
Ach, und ich habe gesehen, wir haben sogar noch eine Kiste mit dem Evoker hier oben. Und da ist grandiose Treter, schade. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Monk mit einem Ring, den ich nicht benötige. Schade. Als nächstes haben wir noch einen Hunter. Und der hat einen Umhang. Formidabler. Okay. Das Ding ist, ich habe ja schon einen Umhang rausgekriegt mit einem anderen Hunter. Und es gibt aber zwei. Es gibt einen, der anscheinend nur Aggi ist und einen, wo Aggi und Stärke sein kann. Jetzt rückt mir mal ganz fest die Daumen, dass ich den Aggi-Stärke-Umhang kriege. Nee, schade. Ich habe nochmal den anderen gekriegt. Belastend. Naja, schade, schade. So viel dazu. Ich habe gerade gesehen, dass ich ja mit dem auch nochmal eine zweite hatte. Hier oben haben wir die. Und, naja, da ist ein Schmuckstück drin. Schade. Als nächstes haben wir noch eine Kiste auf dem Druid und grandiose Gamaschen. Schade. So, dann haben wir einen Demon Hunter. Was hast du Schickes dabei? Grandiose Kapuze brauchen wir nicht. So, jetzt haben wir noch einen Hunter am Start. Drückt mir die Daumen. Grandiose Trete. Schade. So, dann sind wir auf nächsten Char und zwar mein Paladin. Und was haben wir hier Schickes drin? Grandiose Kapuze. Die brauchen wir nicht. Das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt. Aber gut, weiter geht's. So, jetzt schauen wir mal. Als nächstes haben wir hier auf dem Hexer einen Gürtel und es ist ein grandioser. Belastend. Jetzt habe ich gerade gesehen, ne, dass der Hexer tatsächlich schon der 30. Char war. Damit sind wir tatsächlich auch wieder durch. Und ja, damit habe ich quasi jetzt wieder ein Item gekriegt. Wir sind jetzt auf 9 runter und mal gucken, wie es dann beim nächsten Mal läuft. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.